Die Bell schon strahlen, die Linda jetzt auch. Fangen wir mit der Bell an. Bell, vorhin musstest du hier den Vortritt lassen mit dem Titel, jetzt gemeinsam. Wir gucken mal aufs Ergebnis. 15-18, hattet ihr das so erwartet in etwa? Nee, ja, also ich habe sehr knapp erwartet insgesamt. Ich denke, ja, fast 40 Minuten, zwei Sätze zeigt auch, dass es irgendwie auch knapp war und es lange Rallyes waren. Aber ich bin sehr happy, dass es so gelaufen ist. Ihr dürft hier genau. Und Linda, ich hatte gedacht, du hüpfst eventuell vor Freude hier, weil noch kein Titel und jetzt auf einmal zwei. Kannst du das schon irgendwie fassen? Ja, nee, noch gar nicht. Ja, ich bin super happy. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Partner haben das gut gemacht, du natürlich auch, aber ich sage mal, es hat heute alles geklappt, war rundum so dein Tag, oder? Ja. Genau, so ist es. Bei dir können wir sagen, der dritte Titel in Reihenfolge, zwei mit der Carla noch, jetzt seit einem halben Jahr mit der Linda, das geht nahtlos bei dir so weiter, oder? Ja, hoffentlich, ne? Die Linda und ich haben uns im letzten halben Jahr, glaube ich, ganz gut gefunden, haben viel trainiert, hatten schon einige Spiele und ja, dadurch, dass es menschlich sehr gut passt, kriegen wir das auch auf dem Feld ganz gut hin. Linda, würde mich jetzt einfach so interessieren. Heute, denke ich, mir geht er nicht mehr aufs Zimmer eine Serie gucken. Verrat mal, was guckt er denn so für Serien, wenn er gemeinsam guckt? Wir gucken immer GZSZ. Schaut an, ja. GZSZ gucken Sie. Und heute, geht er gemeinsam irgendwo noch hin oder guckt er eine Serie oder geht jederseits nach Hause? Ich glaube, heute geht jeder für sich selber nach Hause. Nächste Woche holen wir das aber nach und zurück. Wir gratulieren nochmal ganz, ganz herzlich mit eurem Applaus die Deutschen Meister Linda Effler und Isabelle Hartrich.